Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Eine weitere Folge Blood Bowl Lektion mit mir Elo. Und heute ist Nörgel dran. Wir nennen das Team mal wieder Nörgel Erklärung. Das gibt's dann immer wenigstens nichts. Gut, Nörgel-Teams sind spezialisierte Chaos-Teams, die dem Gott der Seuchen und der Krankheiten huldigen, nämlich Nörgel. Und ja, sie sind nicht nur ein bisschen spezialisierter, sie sind auch ein bisschen teurer als das normale Chaos-Team und haben wesentlich billigere Feldspieler, die sich leichter ersetzen lassen, aber auch leichter ersetzt werden müssen. Die meisten Spieler haben Regeneration, was allerdings kein Garant dafür ist, dass man keine Ausfälle mit diesen Spielern hat, aber es hilft doch ungemein. Sie haben sehr gute Fähigkeiten, wie abstoßendes Aussehen und störendes Wesen. Störendes Wesen ist auf den fünf, also auf den Nörgelkriegern und auf der Schleimbestie. Im Umkreis von drei Feldern um den Spieler herum muss ein Spieler, wenn er einen Pass, einen Fang oder einen Abfangwurf machen will, einen von seinem Wurf abziehen. Selbst wenn der Spieler, der störendes Wesen hat, am Boden liegt. Dadurch sind sie sehr gut, Passspiele zu unterbrechen, also gegen alles, was irgendwie schnell ist, Elfen ist, die hauen dann natürlich viel öfter die Bälle in den Boden. Ja, zusätzlich haben dann genau diese fünf Spieler auch noch das abstoßende Aussehen. Also die Nörgelkrieger und die Schleimbestie. Mit dem abstoßenden Aussehen sind sie, also sie sind halt übersät mit ansteckenden Krankheiten. Und der Gegner hat Angst, sie zu blocken oder zu blitzen. Also immer wenn ein Gegner versucht, sie zu blocken oder zu blitzen, muss er vorher einen W6 würfeln und bei einer 1 ist er zu sehr abgestoßen, zu doll angewidert, um sie anzugreifen. Das hilft natürlich ungemein, das verhindert doch einige Attacken über das Spiel hinweg und somit natürlich auch weniger Chancen, da Verletzungen einzufahren. Dann haben alle Nörgelspieler Nörgels Fäulnisseuche. Das ist eine ganz lustige Fähigkeit, nämlich immer wenn ein Gegner getötet wird durch einen Blockenblitz oder einen Foul, dann wird der neue Tote kostenfrei zu einem Rotter, also zu den Feldspielern der Nörgelmannschaft. Ja, das Team ist overall, dadurch, dass sie nur vier Pestigor haben, ein bisschen schwächer. Also in Bezug auf Stärke, auf das, was sie an Stärke aufs Feld bringen können, als eine normale Chaos-Mannschaft. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich nicht schlechter. Die Krieger sind auch ein wenig weniger agil als der normale Chaos-Krieger, aber auch mit dem normalen Chaos-Krieger nimmt man normalerweise keinen Ball auf. Sie sind vielleicht nicht ganz so super für Anfänger geeignet, da sie doch relativ hohe Defizite haben, den Ball gerade am Anfang aufzunehmen, durch niedrige Geschicklichkeit und weil sie halt auch extrem langsam sind. Ihre Stärken sind ganz klar hier Hornox das Hündchen, dass sie eine Schleimbestie einsetzen können, also einen richtig fetten Big Guy, auf den wir dann später nachher noch eingehen werden. Dann ganz klar dieses störende Wesen und das abstoßende Aussehen, das vereitelt wirklich Pläne beim Gegner relativ oft. Dass fast alle Spieler, nämlich alle bis auf die Rotter, Regeneration haben, was auch nötig ist, da sie keinen Sanitäter kaufen können. Und dass alle Spieler Zugriff auf Mutationen haben. Das ist natürlich auch ganz lustig, wenn man die Spieler, das werden wir dann aber auch noch sehen, extrem gut entwickeln kann in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Ihre größten Schwächen sind die teuren Rerolls, die kosten 70.000. Das ist natürlich schon ganz schön teuer. Gerade am Anfang
haben sie keine Möglichkeiten, irgendwie den Ball vernünftig aufzunehmen, zu passen, zu interagieren, zu fangen. Das ist natürlich alles sehr schwierig und da muss man gerade am Anfang muss man da extrem aufpassen. Und der letzte Punkt ist, dass sie ziemlich langsam sind. Sehen wir ja auch hier, MA4, MA4, MA5, MA6, wir erinnern uns, 6 ist Standard. Und das ist natürlich wirklich langsam. Gut, als allererstes gucken wir uns mal den Nörgelkrieger an. Wie erwähnt, also er hat erstmal Stärke 4, was schon mal gut ist. MA4, was extrem langsam ist. AG, also Dex 2, was auch ziemlich low ist. Also mit dem würde ich möglichst nicht versuchen, irgendwelche Bälle aufzunehmen. Und ein AV von 9, was ziemlich gut ist. Hat die 4 Startfähigkeiten am Anfang. Störendes Wesen, abstoßendes Aussehen, nörgelsvolle Seuche und Regeneration. Ist mit 110k natürlich ganz schön teuer. Und man kann bis zu 4 haben. Wie wir hier schon sehen, ist, dass man Mutationen auf normal bekommen kann, was ziemlich fett ist. Ja, und Stärke normal und allgemein normal. Also kann man die wichtigsten Prügler-Attacken oder Prügler-Skills kann man da direkt ziehen. Sie sind halt wirklich hau drauf. Man muss halt natürlich gerade am Anfang aufpassen, wenn man noch keinen Blocken hat, dass sie doch relativ schnell umfallen. Sie leveln ziemlich langsam, da sie von Haus aus keine Killer-Skills haben und dazu halt ziemlich langsam sind. Man hat auch keine Chance mal, oder so gut wie keine Chance mal nebenbei, vielleicht auch mal einen Touchdown zu machen. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Also da muss man schon ganz schön, also so gut muss man erstmal würfeln. Und man versucht dann eigentlich, sich 4 Killer zu züchten, die sich vom Gegner kaum bewegen lassen. Auch sowas wie sicherer Stand oder so. Weil das ist nämlich dann der Punkt. Dadurch, dass sie so langsam sind, müssen sie immer gut positioniert sein. Und dadurch, dass sie halt das störende Wesen haben, muss man sie halt möglichst ein bisschen verteilen, um eben die Pässe abzufangen und um den Gegner da halt auch sehr zu stören. Sie haben sehr, sehr viele Skillmöglichkeiten aufgrund der Tatsache, dass sie eben 3 auf 3 Slots auf normal leveln. Und klassische Skills sind dann natürlich Blocken, sicherer Stand, Unterstützen, Knochenbrecher, Klauen, auch Raserei. Das sind halt alles so Sachen, die so ein klassischer Nörgelkrieger gerne hätte. Und am liebsten mehr als eine davon und dann geht's richtig, richtig ab. So, die zweiten, das sind die Pestigor. Die kosten 80k, haben MA6, also das sind die schnellsten Spieler des Nörgel-Teamkapitäns, haben Stärke 3, AG3 und AV8. Sie haben halt neben der Nörgel-Feunigseuche und der Regeneration haben sie halt noch die Hörner. Das heißt, wenn sie irgendwen blitzen, dann kriegen sie plus 1 auf Stärke. Was sie natürlich gerade mit ihrem für Nörgelverhältnisse relativ hohen Offensivpotenzial durch das Tempo haben, natürlich wirklich zu der Offensivkraft machen. Aber aufgrund des hohen, also normalen Tempos für alle anderen, für Nörgel hohen Tempos. Und aufgrund ihres für Nörgelteams halt hohen Deckswerts. Sind sie auch der Ballträger an der Stelle. Oder oftmals der Ballträger. Der Gegner wird relativ oft versuchen, sie anzugehen. Sie haben zwar Regeneration, aber durch die Fülle der Attacken, die der Gegner wahrscheinlich kriegen wird und auf sie versuchen wird, muss man immer gucken. Ein Ausfall ist hier schon recht wahrscheinlich, aber man muss halt die wirklich schützen. Auch hier hat man unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Die wiederum sollten sich allerdings wesentlich leichter entwickeln lassen als der Nörgelkrieger, da sie eben schneller sind und klassischerweise Touchdowns machen können. Auch hier wieder Mutation normal, Stärke normal, allgemein normal, Geschick und Passen doppelt, aber Mutationen sind ja im Notfall auch ballführende Skills drin. Ja, man muss dann immer ein bisschen gucken, wie man die entwickelt, wie dann auch die Liga aufgestellt ist, in der man ist.
Man wird wahrscheinlich einen Ballcarrier brauchen. Den würde ich dann wahrscheinlich so blocken, Ballgefühl, zusätzliche Arme, zwei Köpfe oder auch ausweichen. Geben so halt mehr in die ballführende Liga. Aber auch da sind natürlich Stärke, Geschicklichkeit und MV ziemlich wichtig. Und ansonsten kann man den natürlich noch Richtung Killer bzw. Ballhunter entwickeln und da ist natürlich dann auch Blocken, Unterstützen, Klauen, gerade mit den Hörnern, Klauen, huiuiui, Knochenbrecher und schweres Gerät, ziemlich geil, Raserei ist super, Ausweichen ist auch super und natürlich auch da plus Stärke, plus Geschicklichkeit, plus Bewegungstempo sind da auf alle Fälle super Skills. Ja, die Rotter. Feldspieler des Nurgle-Teams. MA5, also nicht ganz so langsam wie die richtig dicken Jungs. Aber mit AV8 für einen Feldspieler eine relativ hohe Rüstungsklasse. Und mit 40k ziemlich billig dafür. Stärke und AG sind normal. AG3 heißt hier, dass sie auf alle Fälle auch mal einen Ball aufnehmen können. Ansonsten sind sie halt auch viel Kanonenfutter, also das ist hier der Klassiker des Kanonenfutters in Blood Bowl. Nämlich zusätzlich haben sie noch die Verwesung. Verwesung macht, dass wenn sie eine Verletzungsprobe verpatzt haben, muss er zwei Auswahlwürfel würfeln und die gelten auch noch beide. Das heißt, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Dinge hat, also auch wenn tot oder so dabei ist, dann gilt das halt einfach mit. Und der ist dann tot, dadurch hat man natürlich ein ziemlich hohes Ausfallrisiko. Sollten aber bei den Verletzungswürfeln irgendwie zwei Würfel bei sein, die längere Verletzungen machen, muss er zum Glück nur eine Runde ausfallen. Also einspielen. Mit denen kann man auch mal ganz gut faulen. Und wie gesagt, für ihr Geld sind sie eigentlich gute Spieler. Also man muss sie auch nicht verheizen. Die sind auch wichtig, um das Positionsspiel des Nurgle auf der Nurgle-Mannschaft aufrechtzuerhalten. Ja. Was ein bisschen anders ist als zu den restlichen Feldspielern normalerweise ist hier, dass sie sich ganz schlecht entwickeln lassen. Sie sterben schnell, sie sind billig zu ersetzen und dementsprechend wird man da wahrscheinlich eine hohe Fluktuation haben. Deswegen nimmt man hier ganz wichtig immer die Skills, die man jetzt gerade braucht, während man sich bei anderen ja immer vorher überlegt, okay, wo will ich hin, will ich den so oder so entwickeln. Hier ist ganz klar, okay, wenn ich jetzt Blocken brauche, wenn ich jetzt Unterstützen brauche, Tackle, was auch immer, dann nehme ich das jetzt sofort. Skills sind natürlich ganz klar Blocken bei sowas wie diesen Feldspielern, auf alle Fälle auch Ringen, Unterstützen, extra Arme, dass man auch mal einen Rotter hat, der den Ball aufnehmen kann, Ballgefühl, ausweichen, aber auch vielleicht auf dem einen oder anderen heimtückisch, um da ein schönes Foul durchziehen zu können. Ja, ganz klar, plus Stärke, plus AG, je nachdem, wie man es bekommt, würde man nehmen, aber plus Movement und plus Rüstungsschutz würde ich auch nehmen, denke ich. Zugriff auf die Skills, ja, sie können halt Stärke nur in doppelt. In allgemein normal, also allgemein normal und Mutation normal. Ja, da muss man halt dann gucken, wie man würfelt. So, dann haben wir jetzt das Herzstück, die Schleimbestie. Ja, Stärke 5, also schöner Big Guy, da kann man richtig schön draufhauen. AG1, also so geschickt wie, ja, ich glaube, Brot ist geschickter, also niedriger geht's nicht mehr. Mit AV9 natürlich ziemlich gut, Verletzungen zu entgehen und MA4 ähnlich langsam wie der Rest des Nurgle-Teams. Man kann davon nur einen haben und die kosten 140.000, also die sind richtig, richtig teuer. Sie haben viele Startskills, wie zum Beispiel Einzelgänger, das heißt, ja, man muss halt vor jedem Wiederholungswurf, vor jedem Teamwiederholungswurf erstmal würfeln, ob das denn was wird. Dann haben sie saublöd noch dazu. Das heißt, man muss immer möglichst versuchen, einen intelligenten Spieler daneben zu stellen, dass man dann wenigstens nur auf 1 und nicht auf 3 würfeln muss. Das ist halt der Klassiker bei den Big Guys, dass sie
relativ unzuverlässig sind. Und bei dem, ja, dann haben sie natürlich noch Knochenbrecher, was sie auf alle Fälle zu einem, ja, ganz schön guten Spieler macht, der Ausfälle verursacht. Und sie haben Tentakel. Tentakel macht, dass, wenn ein Gegner versucht, von ihnen aus ihrer Tackle-Zone rauszukommen oder durchzuspringen oder ähnliche Sachen, dann müssen sie 2W6 würfeln, die eigene Stärke hinzumachen und die Stärke der Nurgle-Bestie abziehen. Und wenn das Ergebnis 5 oder weniger ist, dann bleibt der bewegende Spieler da. Also muss er da stehen bleiben. Das ist ganz wichtig beim Nurgle, weil die halt extrem langsam sind und man muss dann mit der Schleimbestie immer gucken, dass man unterscheidet. Es gibt halt offensive Zeiten und defensive Zeiten, wie man spielen muss. Die defensiven Zeiten sind halt, man versucht viele Spieler zu binden mit halt störendes Wesen und Tentakel und macht dann auch einfach in der Runde mal nichts. Man ist so gut wie nicht blockbar mit Stärke 5. Also kommt immer aufs Team drauf an, aber es geht schon schwierig. Dazu kommt halt noch abstoßendes Aussehen und man will keinen Sau blöd kriegen. Weil wenn man dann nämlich nur doof rumsteht, dann verliert man seine Tackle-Zonen und der Gegner kann halt mit seinen Läufern, Fängern oder was auch immer machen, was man will. Deswegen versucht man halt immer, die Schleimbestie des Nurgle möglichst an die Läufer und Fänger des Gegners ranzubringen, möglichst dahin zu bringen, wo der Ball ist. Gerade Läufer und Fänger des Gegners haben halt oft wenig Stärke und dementsprechend funktioniert Tentakel natürlich öfter. Wenn man da mal offensiv dran ist, dann ist es eigentlich nicht so schwer. Offensiv einfach, bam, hau dem Gegner auf die Fresse mit Knochenbrecher, Stärke 5, da geht so einiges, denke ich. Ja, die Entwicklung der Schleimbestie kann relativ fix gehen und auch relativ langsam. Das kommt halt immer darauf an, wie viel man tötet, wie viele Gegner. Muss man dann halt alles schauen, ja. So. Entwicklungslinien, ja. Also Mutation ist doppelt. Ich denke mal, das ist aus Balancing-Gründen. Ansonsten haben sie halt nur stärker als normal. Deswegen muss man immer schauen, dass man ein bisschen gut würfelt. Haha. Ja, die ersten Skills, die man da natürlich so holt, ist Blocken, wenn man kann. Wenn man natürlich nicht rankommt, dann ist sowas wie Standfest oder auch Tackle durchbrechen oder unterstützen, sind auf alle Fälle Skills, die man da verwendet, denke ich. Ja, plus Stärke nimmt man natürlich definitiv mit und plus MV sollte man auch mitnehmen, wenn man es dann bekommt. Gut, die Starting Rooster, Team Value 1000. Da kann man eher so ein bisschen Mutationsrooster spielen. Mit 5 Rottern, einem Pestigor, 4 Krieger und einer Schleimbestie. Das ist halt das Maximum an Spielern, die mutieren können und die auch mutieren sollen. Man nimmt dann noch 2 Rerolls mit und dann hat man ein sehr, sehr hartes Setup. Also sehr hart von Rüstungsschutz etc. pp. Man hat auch gleich das Maximum an störendes Wesen und abstoßendes Aussehen, was die Stärken ja auch des Nurgle-Teams sind. Man hat mit 2 Rerolls relativ wenig Rerolls, aber da muss man schauen. Ja, also da muss man relativ, wenn man dann die ersten Spiele gespielt hat, sollte man sich einen zweiten Pestigor holen. Man sollte den ersten und den zweiten natürlich hochleveln und dann natürlich mehr Rerolls und danach die Pestigors aufstocken. Dann gibt es noch tatsächlich eine Möglichkeit, einen 3-Reroll-Rooster zu spielen, mit 6 Rottern, einem Pestigor und 4 Kriegern. Dann hat man da auch 3 Rerolls. Große Nachteil, aber manche Spieler oder Trainer finden das auch völlig in Ordnung, ist halt, dass man keinen Big Guy dabei hat. Also man hat halt keinen Spieler, der nicht zuverlässig ist. Aber es gibt natürlich Spiele, wo der Big Guy auch wirklich den Unterschied macht. Ja, die Spielweise ist, man spielt normalerweise klassisches Käfigspiel. Ballführer in die Mitte, alle drumherum nach vorne bewegen. Man sollte auf keinen Fall unter 2 Rerolls anfangen. Auch da gibt's Rooster, mit denen man das machen kann, aber das wird sich nicht lohnen. Glaube ich nicht, das Risiko ist viel zu hoch. Wichtig ist zu wissen, wann man mit Nurgle offensiv und wann man mit Nurgle defensiv spielen muss, also gerade mit der Bestie.
Offensiv sollte man immer aus einer Position der Stärke heraus machen. Das heißt, wenn man möglichst in der Überzahl ist und wie auch immer. Man ist halt sehr langsam und da muss man definitiv aufpassen. Ja, dann durch störendes Wesen und mögliche Aufstellungen versuchen, viele Touchdowns zu verhindern. Dreie wird schon sehr schwer zu machen. Also bei Zweien kann man sicherlich nochmal einen Unentschieden rausholen, aber Dreie, da muss es schon extrem gut laufen, damit das geht. Also zwei Touchdowns kann man machen, aber drei wird schwer. Ja, also möglichst immer störendes Wesen verteilen, über den ganzen Platz, dann Pässe verhindern, gutes Positionsspiel, Gegner umhauen und irgendwie binden. Und dann wird das schon irgendwie werden. Okay, ja, so ungefähr spielt mein Nörgel, glaube ich. Ich verlinke oben wieder die Spiele von dem Nörgel-Team. Da gibt es ja sogar tatsächlich schon welche. Als nächstes sind dann die Orks dran. Die schauen wir uns dann als nächstes an. Also viel Spaß mit Nörgel. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.